Und 10 km/h beginnt exakt in der Waldkurve des Schleizer Dreieckrennens. Es endet im Studio bei Asse im Spiel. Ich sagte es in der vorigen Sendung, jetzt weiß auch jeder warum. Für ihn ist ein bestimmtes Geräusch direkt Musik in den Ohren, das Geräusch des Motors. Uli Melkus, willkommen bei Asse im Spiel. Gut, prima gestartet, prima gestanden. Das ist ein 1300er Lader. Jawohl. Ich habe auch einen, aber der hört sich anders an. Das möchte ich. Sieht auch anders aus. Darf man sich auf dieses Prachtstück setzen? Ja, hier nicht. Hier ist Fleisch, aber hier können wir uns hin. Da dürfen wir uns setzen, da setzen wir uns doch. Was macht eigentlich der Vater, der Heinz Melkus, der ja den Melkus Wartburg, den viele kennen, entwickelt hat? Ist er zu Hause jetzt oder ist er mitgekommen? Nein. Ja, er ist leider an der Fahrschule und wird wahrscheinlich heute Abend gerade den Unterricht beenden. Vielleicht schafft er es noch an dem Bildschirm. Aha, ansonsten wird er sich die Wiederholung anschauen. Ja, natürlich. Wie war das eigentlich bei Uli Melkus? Hat der Vater gesagt, ich möchte gerne, dass mein Sohn Rennfahrer wird? Oder hat der Uli selber gesagt, Vater, ich möchte gerne? Wie war es genau? Na, vielleicht später noch. Als Sohn eines Rennfahrers wächst man doch langsam hinein. Und als Junge noch dazu findet man Gefallen und befasst sich mit der ganzen Materie. Da kommt man dann schon automatisch dazu. Was macht die Familie, die Kinder? Gibt es schon Interesse fürs Rennfahren? Naja, das liegt nahe. Mein Sohn fährt schon Karwagen und mir macht es großen Spaß. Die Frau fährt auch Fahrrad oder wirklich? Ich meine, ne, Renn nicht. Aber sie fährt immer mit? Ja, vielfach, ja. Ist sie zu Hause? Grüßen wir sie. Jetzt ist sie hier mit. Was, sie ist mitgekommen? Wo denn? Das ist Frau Melkus. Frau Melkus, wir begrüßen Sie sehr herzlich. Und das sind wir, die beiden Kinder, ja? Jawohl. Wir haben natürlich auch noch den Mechaniker mit, sehe ich jetzt gerade. Herr Nutschan, Sie sollten eigentlich rüberkommen, aber es macht nichts. Bleiben Sie da sitzen. Ganz locker und leger. Wie wichtig ist der Mechaniker gerade beim Rennfahren? Sie sind ein echtes Team, Sie sind schon lange zusammen. Warum haben Sie nicht 4 Mechaniker? Ja, viele Köche verderben den Brei. Ein guter Mechaniker ist mehr wert und wir können uns voll gegenseitig aufeinander verlassen. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Und das ist das Beste. Wenn viele Mann dann um das Auto drum rumrennen, dann weiß keiner, ist die Schraube fest und einer schiebt es auf den anderen. Das gefällt mir nicht. Lieber machen wir die Arbeit zusammen. Wie schnell fährt das Auto? 260 Kilometer in der Stunde. Dann möchte jede Schraube fest sein. Uli Melkus ist in der Rennwagenklasse mehrfacher DDR-Meister, also Gruppe E bis 1300 Kubik. Er hat viele Pokale gewonnen, internationale Rennen gewonnen. Wie wird man Rennfahrer, werden jetzt vielleicht viele Fans fragen und wer kann es besser beantworten als Sie? Tja, ich habe eigentlich eine richtige Bilderbuchlaufbahn hinter mir. Angefangen mit 15 Jahren im Karwagen auch, dann Motorrad, Geländesport gemacht und allmählich mit alten Autos erstmal mich an den Automobilrennsport rangetastet, ein solches Auto selber gebaut, damit man mit der Technik richtig vertraut wird.
Na, und so nach und nach ist dann das richtige Auto entstanden und der Erfolg gekommen. Wie lange kann man als Rennfahrer Rennen fahren? Solange wie man das körperlich kann, solange wie man die Lust dazu hat. Bestimmt bis 50 Jahre und mehr. Wie ist das eigentlich bei Uli Melkus, wenn er gerade von der Rennpiste kommt, mit 240 Sachen durchs Ziel gerast ist, dann aussteigt und nach dem Duschen, wie auch immer, in seinen, was fahren Sie privat für ein Auto? Ein Lader. In seinen Lader einsteigt. Bisher zählten auf der Rennpiste Zehntelsekunden oder Hundertstel und Meter und jetzt plötzlich beim Nachhauseweg, da zählt nur eins, nämlich die Straßenverkehrsordnung. Juckt das in den Fingern? Würden Sie da gerne schneller fahren? Ist man da aufgeputscht oder wie ist das? Eigentlich gar nicht mehr. Gar nicht. Der Unterschied von so einem superschnellen Rennwagen zu einem normalen Fahrzeug ist so groß, dass das letzten Endes egal ist, ob man mit 80 oder mit 90 Kilometern pro Stunde nach Hause fährt. Man ruht sich viel mehr aus, man ist auch abgespannt dann. Mhm. Und man sieht einfach zu, dass man keinen Ärger mit der Verkehrspolizei hat. Wir wollten eigentlich Sie unbedingt noch fragen, was an großen Ereignissen für den Uli Melkus, für den Rennfahrer, jetzt noch anliegt. Und also jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten. Und dann wollten wir eigentlich wissen, wie groß ist denn eigentlich so das Verhältnis zwischen dem Konstrukteur und dem Rennfahrer? Wie viel macht das aus? Ist der Uli Melkus mehr Konstrukteur oder ist er mehr Rennfahrer? Ja, Konstrukteur auf der einen Seite, Mechaniker und Schlosser auf der anderen Seite. Und diese Arbeit macht den großen Teil der Zeit aus. Man braucht immerhin zwischen den Rennen etwa 70 bis 100 Stunden, um dann eine Stunde Rennen zu fahren. Das ist die Durchsicht des Fahrzeuges und überhaupt die technische Instandsetzung wieder, der Transport zu den Rennen. Naja, und dann hat man eben eine Stunde echtes Vergnügen. Sonst ist viel Arbeit damit verbunden und man muss schon sein ganzes Herz dann dran setzen. Und die nächsten großen Aufgaben, das echte Vergnügen, wo wird das liegen? Ja, das sind die Wettbewerbe um den Pokal der sozialistischen Länder und die DDR-Meisterschaft. Dann noch einzelne Höhepunkte internationaler Rennen. Beiden waren Sie einmal Erster schon, mehrmals. Ja. Wir drücken Ihnen die Daumen für 1986. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie da waren. Und jetzt bitte müssen Sie unseren Zuschauer ziehen, der den Zuschauerpreis erhält. Hier in unserem großen Rundell. Greifen Sie hinein ins volle Rennfahrerleben. Oder soll das Ihre Frau machen? Sie sitzt gerade hier in der Nähe. Nein, machen Sie selbst, ja? Mach ich gleich. Machen Sie selbst, gut. Das ist Herr Gerd Wagner aus 8053 Dresden. Prima. Gerade weit von uns. Prima. Dresden. Herr Wagner. Herr Wagner aus Dresden. Sie bekommen einen Preis, ja, doch. Sie werden, ich meine, es ist kein Preis Rennfahren und so. Ich meine, nicht zu einem großen, Rennen. Aber es ist eine Reise nach Halle. Und zwar zum internationalen Boxturnier um den Chemiepokal am 8. und 9. März. Und ich hoffe, Sie haben viel Freude in Halle und bei diesem Turnier. Sie sehen die Finalkämpfe. Ja, ich habe Ihnen, ich muss den Zuschauern noch sagen, das ist nämlich ganz neu, wir haben diesmal nicht 10 Sportbälle, sondern wir werden jetzt gleich 25 Souvenirs und Sportspiele versenden. Also morgen früh gehen Sie auf die Reise und lassen Sie sich überraschen, was drin sein wird. Es gibt also 25 Zweitpreise, wenn man so will. Ich habe schon gemerkt, immerzu hat er einen 26. Preis sozusagen. Ja. Zwei Ehrenkarten für die Motorsportschau in Dresden. Ja. Die können wir verlosen an einen Zuschauer, der hier noch eine richtige Einsendung gemacht hat. Also wir könnten jetzt zum Beispiel diese Karten hier den Zuschauer, irgendeinem Zuschauer anbieten, aber das machen wir nicht, sondern wir nehmen die, die uns geschrieben haben. Und die liegen hier drin, ich meine die Karten. Greifen Sie hinein, ziehen Sie den noch einmal heraus, dem Sie diese Ehrenkarten geben. Vielleicht erwischen Sie einen Dresdner, dann sparen wir Fahrgeld. Ja, tatsächlich. Das ist ja wie bei Heidemarie 30 aus Dresden. Ach, es klappt auch noch. Na bitte. Dankeschön für die Karten. Dankeschön, dass Sie da waren. Und wie es sich gehört, wie das beim Rennen auch so ist, der Mechaniker und der Fahrer werden jetzt dieses schöne Auto wieder nach draußen bringen. Dankeschön, Uli Melkus, Herr Nutschak. Dankeschön. Und viel Erfolg. 86 und weiterhin.